Merhaba, hallo. Mein Name ist Bino Cevat. Ich komme aus der Türkei, aus Istanbul. Ich studiere hier Humanmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Universitätsklinikum in Berlin, in Humboldt-Universität, das ist jetzt eine gemeinsame Einrichtung von FU und HU. Das ist Europas größtes Universitätsklinikum. Von da aus hat es sehr viele Möglichkeiten. Und die Ausstattung ist natürlich dann sehr gut. Die Laboren, die Bibliotheken. Die Vorteile sind erstmal die Möglichkeiten, die einem angeboten werden. In der Türkei hätte ich das nicht gehabt. Und die Humboldt-Universität kriegt viel Forschungsgeld, über 100 Millionen Euro. Und deswegen werden auch die neuesten Technologien verfolgt. In Praxis haben wir meistens entweder Laborarbeiten oder Patientenuntersuchungen. Und in Theorie haben wir ja Seminare und da werden wir dann auch von den wirklich hochqualifizierten Hochschullehrern betreut. Die Kommilitonen sind sehr nett und wir sind in kleinen Seminargruppen, die bestehen aus 20 Personen, obwohl im Allgemeinen im Medizinstudium in HU und FU 7500 Studenten gibt. Medizin ist eine internationale Wissenschaft. Krankheiten kennen keine nationalen Grenzen. Von daher sind wir alle gut beraten, uns möglichst international zu organisieren. Und wir profitieren sehr kulturell und intellektuell von unseren ausländischen internationalen Studierenden. Und ich denke auch, dass diese Kooperationen und zum Teil auch diese Freundschaften, die darüber entstehen, später sehr wichtig sind, in internationalen Netzen Probleme zu diskutieren und zu bearbeiten. Alleinwohnen hat mich auch verändert, weil man die eigene Verantwortung trägt. Aber dadurch lernt man auch irgendwie zu kämpfen und dass man wirklich selbstständiger wird, selbstbewusster wird. Und das ist... Es war nur hart, hierher zu kommen, aber jetzt, wo ich wieder zurückblicke, dann kann ich sagen, es hat mir wirklich sehr viel beigebracht.